Tja, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze nach dem 9. Spieltag. Die Freitagspartien, das war Werder Bremen gegen Heidenheim 3:0. Und hier im Erzgebirgsstadion gab es das am Ende 1:1 Unentschieden zwischen dem FC Erzgebirge und dem Hamburger SV. Beide Trainer sind hier bei uns auf dem Podium. Und wir starten mit dem Blick aufs Spiel mit HSV-Chefcoach Tim Walter. Bitte. Vielen Dank. Ja, von unserer Seite ist es, glaube ich, schnell erzählt. Wir waren heute nicht gut. Wir waren sehr, sehr pomadig. Haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden, das, was wir eigentlich ja auch vorhatten. Am Ende holen wir einen glücklichen Punkt. Und solche Tage hat man einfach, dass gar nichts zusammenläuft. Und dementsprechend sind wir trotzdem froh, dass wir wenigstens einen Punkt geholt haben. Jetzt müssen wir analysieren über die Länderspielpause hinweg. Und ja, neu ansetzen nach der Länderspielpause. Vielen Dank. Vielen Dank, Tim Walter. Rüber zu unserem Interimstrainer, Mark Hensel, bitte. Ja, Glück auf. Ich muss mir ja schon genau überlegen, was ich hier sage und in welchem Ton ich das sage. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir hier in Aue leben, was wir jeden Tag hier erarbeiten als Region, und die Mannschaft hat genau das heute auf den Platz bekommen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Diese Verbindung heute zwischen Fans und Mannschaft war sensationell und auch gigantisch. Und wenn man dann überlegt, dass wir trotzdem gegen Hamburger SV spielen, die sicher die stärkste Mannschaft auch in der Liga sind, und wir eigentlich trotzdem das Spiel dominieren und eigentlich auch das 2:0 schon vor der Pause machen müssen, nach der Pause reinkommen und immer wieder weiter attackieren. Ich habe jetzt trotzdem auch keine Mannschaft in den Vorberichten gesehen, die trotzdem so hoch auch attackiert hat, die immer wieder auch durch den Torwart durchgestochen ist. Und das war von meiner Mannschaft, von der Planumsetzung hervorragend. Die Zuschauer haben es auch dementsprechend aufgenommen. Aber, und das ist das Schlimme, und ich bin ja nun jetzt auch schon trotzdem ein paar Jahre dabei. Wir werden halt dann hier auch trotzdem um den Sieg gebracht. Und ein ehemaliger Mitspieler, der Baumi, hat das letztes Jahr im Zuge eines DFB-Pokalspiels ganz klar und deutlich mal formuliert. Deswegen brauche ich jetzt dazu nichts mehr sagen, aber ich überlege mir eigentlich jede Woche mal wirklich auch Szenen zusammenzuschneiden. Es ist nicht nachvollziehbar, und wie das dann auch die Tragik dann am Ende so zustande kommt. Der Carson macht bis dahin ein herausragendes Spiel. Und das ist dann einfach schade, dass das so passiert. Aber, und das ist das Entscheidende, es macht uns nur noch stärker, und wir sind stabil und wir werden gegen alle Widerstände ankämpfen und wir werden hier zusammenhalten und wir werden es am Ende schaffen, und das ist das Entscheidende. Danke. Vielen Dank, Mark Hensel. Damit ist die Zeit für Fragen auf unserer Präsenz-Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, bitte schön laut und deutlich über das Atmo-Mikro. Wir starten, und den Namen und die Redaktion dazu, bitte schön. Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt. Ich habe eine Frage an HSV-Trainer Tim Walter. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet in den letzten Minuten. Sie waren verständlicherweise unzufrieden auch, ob der Leistung, die Sie gesehen haben, wahrscheinlich, nehme ich an. Haben auch hier und da mal abgewinkt, wenn ein Fehlpass gespielt wurde. Haben Sie eigentlich noch daran geglaubt, dass Ihre Mannschaft noch zum Ausgleich kommen kann? Haben wir ja gesehen, oder? Also es hat uns die letzten Wochen eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir nie aufhören. Das war heute auch so, obwohl wir nicht gut waren. Obwohl wir einfach einen gebrauchten Tag hatten, haben wir nie aufgegeben. Das haben die Jungs schon versucht. Aber wir haben viele Dinge nicht so gemacht, was wir die letzten Wochen eigentlich gut gemacht haben, sondern waren heute nicht zielstrebig, haben, wie gesagt, mit wenig Tempo agiert. Und das hat uns heute ein bisschen gefehlt. Und deswegen, man glaubt immer daran. Ja, wer mich kennt, der weiß, ja, dass ich bis zum Ende dran glaube, bis der Schiri abpfeift. Und das war heute glücklich. Trotzdem haben wir immer dran gearbeitet. Die nächste Frage, wenn es die gibt, bitte schön. Herr Walter, Sie haben als fünften Spieler den Tommy Doll reingebracht, der zuvor nicht eine Minute gespielt hat. Beglückwünschen Sie sich selber zu diesem Geniestreich, dass der kam und dann letztlich das Tor ja super vorbereitet hat, wenn man so sagen darf. Hätte ihn ja auch schon reinschießen können. Ja, ich glaube, Tommy hat, er ist jetzt 3 Wochen da. Hat immer wieder natürlich den Stempel drauf, dass er von einem großen Verein kommt. Das tut ihm auch nicht so gut. Trotzdem muss er noch viele Dinge lernen, was er vor allem dann auch in unserem Spiel braucht, dass er aktiv ist, was er mit Ball kann. Das haben wir heute auch wieder gesehen, dass er einen überragenden Fuß hat. Hat man auch gesehen. Aber ich beglückwünsche nur den HSV, dass wir so einen Transfer getätigt haben. Trotzdem brauchen wir noch Zeit.
Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Noch eine Nachfrage an Tim Walter. Sie haben sich jetzt auch kritisch geäußert nach der Leistung. Ist das trotzdem möglicherweise die neue Realität? Muss man sich daran gewöhnen, dass es solche Spiele einfach geben kann, dass man sich am Ende vielleicht sogar beim Punkt beim Tabellenletzten freuen muss? Oder ist das für Sie ein Ausrutscher? Heute haben wir scheiße gespielt, ganz ehrlich. Das muss man so sagen. Und trotzdem haben wir uns am Ende den Punkt dann trotzdem mitgenommen oder haben wir uns verdient, weil wir nie aufgehört haben. Und das muss doch der Weg sein. Ja, wir haben ganz, ganz junge Spieler auf dem Platz gehabt, die vielleicht das erste Mal da auch teilweise agieren. Und deswegen sind wir froh, dass wir eine Entwicklung nehmen, aber die natürlich auch andauert. Wir sind jetzt am 9. Spieltag. Ja, wenn wir da mit der Entwicklung schon am Ende wären, dann könnte man jetzt sogar das Buch zumachen. Herr Milani von der Bild Hamburg nochmal. Ja, Herr Walter, Aue hat so gespielt, wie man eigentlich Aue seit 40 Jahren kennt. Und das haben die auch sehr, sehr gut gemacht und mit ihren Mitteln das Beste rausgeholt. Wurde das HSV-Team dadurch ein bisschen überrascht? Nee, weil es ja auch klar war. Uns erwartet das ja nicht nur in Aue. Es gibt ja noch andere Mannschaften, bei denen das Gleiche stattfindet. Ja, trotzdem ist es für uns auch ein Entwicklungsprozess, da von Beginn an dabei zu sein, nicht pomadig zu spielen, sondern das gleich anzunehmen. Und das haben wir heute von der ersten Minute an nicht getan. Und darum wird es so ein Spiel, wie es heute geworden ist, dass es am Ende dann auch glücklich ist. Sebastian Mutzler für die Bild. Ja, Frage an Marc Hensel. Er konnte jetzt schon mit Dirk Karlsson reden. Und wie baut man den Spieler jetzt wieder auf? Ja, wir haben gerade in der Kabine nochmal gesprochen. Er ist natürlich sehr geknickt. Er muss jetzt die Brust rausbringen. Also wir haben gesehen, was er kann. Ist ein hervorragender Spieler und hat bis zu dem letzten Moment alles richtig gemacht. Und es wurde ja dann selbst gewechselt. Das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, für die Qualität seines Spiels heute, dass dann auch schon sehr zeitig mit Bakary Yatta ja schon ein Ersatz dort auf dieser Position noch eingewechselt wurde. Den hat er dann genauso bespielt und Riesenkompliment an die gesamte Truppe und das gehört halt jetzt einfach auch zu dem Sport dazu. Und wie gesagt, ich möchte einfach dazu auch nicht mehr sagen, auch bezüglich Nachspielzeit etc. Es sind so viele kleine Aktionen gewesen, die es einfach, ja, es einfach nicht wert sind, darüber mehr zu sprechen. Dann fragen wir nochmal in die Runde, ob es denn noch Fragen gibt. Die gibt es nicht. Weiter geht es nach der Länderspielpause für beide Mannschaften am 16. Oktober. Der HSV im Samstagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf und die Veilchen bereits am Mittag am 16. Oktober beim Karlsruher SC zu Gast. Vielen Dank, Tim Walter, vielen Dank, Marc Hensel. Das war's für heute im Erzgebirgsstadion. Wir verabschieden uns mit einem Glück auf. Danke, Glück auf.